Ich habe hier ein paar tolle Neuigkeiten, die ich jetzt vorstellen werde. Heute zeige ich oder stelle ich diese neuartigen Töpferstempel vor. Und zwar sind das von mir konstruierte Keramik- oder Töpferstempel. Da könnt ihr selber euer eigenes Motiv auf einen solchen Stempel machen lassen. Das Tolle daran ist, ihr könnt zum Beispiel einen Stempel machen, um euer Zeichen unten auf die Keramik aufzudrucken. Und ganz speziell daran ist, dass diese Stempel, die sind durchsichtig. Also die sind so leicht transparent und man kann sehen, wo man hinstempelt. Das hat den Vorteil, wenn ihr ein Gefäß gemacht habt und da nicht genau sicher seid, ob ihr auch wirklich am Rand seid, könnt ihr das noch positionieren und dann reindrücken. Und ich zeige jetzt hier, wie das geht und verlinke euch dann auch noch das Produkt, wo ihr das dann auch bestellen könnt, wenn ihr das möchtet. Und ja, dann mal viel Spaß. Ich werde jetzt mit der Kamera etwas näher kommen, damit man das auch besser sehen kann. Also wie ihr hier sehen könnt, sind diese Stempel sind durchsichtig. Ich gehe jetzt mal etwas näher. Ja, ihr könnt das sehen hier, die sind durchsichtig. Noch etwas näher. Dann könnt ihr gut sehen, wo ihr hinstempelt. Das ist wirklich fantastisch. Ich finde das genial. Die sind nicht allzu hoch, aber man kann sie hier gut halten. Ihr seht, da gibt es so eine, das ist ungefähr 8 mm hier. Und dann kann man es gut halten, ohne dass man mit den Fingern in den Ton reindrückt. Das seht ihr dann, wenn ich das dann reindrücke und hier von oben sieht es dann so aus. Könnt ihr auch eure eigenen Logos könnt ihr da gestalten. Ich zeige mal einen mit meinem Logo. Das ist jetzt hier mein Töpfersymbol. Es geht auch kleiner, also es muss nicht so groß sein wie jetzt das. Das kleinste ist, so ich im Kopf habe, glaube ich 10 mm. Wichtig ist einfach, wenn ihr so ein Design gestaltet, dass ihr dann die Linien, also hier seht ihr, das hat es auch schon sehr feine Linien, dass ihr die nicht zu fein macht, weil das wird dann instabil, das Material, also weniger als 1 mm würde ich nicht machen. Ihr könnt das auch zeichnen und mir übermitteln. Wenn ihr nicht selber so eine Grafik gestalten könnt, dann biete ich den Service an, dass ich euch das mache. Einfach ein Aufpreis, aber dann habt ihr einen eigenen Designerstempel, also Designstempel, also ein eigenes Logo, was ihr dann auf eure Keramik machen könnt. Die schauen so aus. Wenn ich jetzt hier diesen Stempel nehme, zum Beispiel meinen Logo-Stempel, kann ich das positionieren, da ich wo ich das haben will. Und jetzt ist es halt wichtig, dass ihr da vorsichtig reindrückt, etwas bewegt. Der Ton sollte nicht zu trocken sein und dann habt ihr hier einen wunderschönen Stempel. Ihr müsst auch nicht so tief, ihr könnt das auch feiner machen. Das ist eine Übungssache, wie ihr das dann machen wollt. Zum Beispiel so sieht das dann schon weniger tief aus. Ich habe auch zum Beispiel das, was ich vorher gezeigt habe. Schaut dann so aus. Oder etwas tiefer, wenn ich da tiefer gehe, kommt das noch mehr zum Ausdruck. Oder diese Blumen. So. Ah, hier ist es wichtig, dass man nicht allzu tief geht, dass man dann nicht die ganzen Ränder sehen kann. Aber es ist wirklich toll, weil man kann sehen, wie die Blume dann ausschaut. Also, wenn ich das hier so halte, sehe ich, wo dann schlussendlich
die Blätter der Blume sind zum Beispiel. Das kommt nicht einfach wahllos, wie das bei. Oder wenn ihr zum Beispiel einen Stempel habt mit einem Stempelholz, könnt ihr ja nicht mehr sehen, wo das genau hinkommt. Und so geht es dann einfacher. Und so habt ihr ein wunderschönes Stempelmuster mit diesen transparenten Stempeln. Ihr könnt das, wie gesagt, online hochladen, die eigene Grafik. Wenn ihr nicht genau wisst, wie man das macht, wie man so eine Grafik erstellt, könnt ihr das von mir machen lassen und ich erstelle euch dann so einen Stempel und dann kriegt ihr euren eigenen Töpferstempel. Das wäre es gewesen von meiner Seite. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren, beim Stempelgestalten. Und wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es in die Kommentare. Es würde mich freuen, wenn ich die eine oder andere Bestellung von euch kriege. Und ja, viel Spaß beim Töpfern. Bis zum nächsten Mal.